Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 Goldgräber, wo wir heute den riesen neuen LKW einfahren werden. Ich wollte aber mal eben kurz die Ernte hier zu Ende bringen. Schön auf jeden Fall, dass auch du wieder mit an Bord bist. Keine Ahnung, warum er hier ganz am Ende das letzte Stück nicht mitgeerntet hat. Der gute automatische Helfer. Wahrscheinlich, weil dir die Bäume da im Weg stehen. Also das hat er das einfach stehen lassen. Sehr, sehr komisch. Dann macht's der Chef eben selbst. So. Ja, wir haben also einen fantastischen neuen LKW, den wir heute in Betrieb nehmen werden. Wir müssten dann, das mache ich aber dann zwischen den Folgen, glaube ich, dann die neue Ernte hier wieder anfangen, damit auch da weiter, ne, wir müssten hier das Feld bestellen und so. Das mache ich aber, wie gesagt, es geht hier um die Produktionen, das Gold und die anderen Fabrikationen, die da noch mit dranhängen, die Nebenprodukte weiterverarbeiten und so weiter, Pommes, Blut und schön. Deswegen sei das nur hier einmal noch umgeladen. Und dann kann der hier das in die Fabrik bringen und dann ist der auch schon fertig. So, bitte einmal nur abladen in Diesel einfüllen. Sehr gut. Gut, dann können wir den ausmachen und dann können wir mal ein bisschen umschauen, denn hier ist er. Unser neuer LKW mit Auflieger. Ich bin gespannt, ob der da oben reinpasst. Es gibt ja auch diese ganzen Road-Train-Geschichten und so. Das wäre natürlich dann noch eine Nummer, wie soll ich sagen, noch eine Nummer größer und geiler oder wie auch immer du das nennen willst, aber hey. So ist es normal. So, häng dich an. Oh. Gott sei Dank gar nicht weit daneben, ne? Und dann noch rummuckern. Sieht auf jeden Fall Hammer aus. Tja, und du sollst... Machen wir mal... Ja, soll er direkt versuchen. Hier, Steine laden. Und der wird ja wahrscheinlich nur niemals hier um die Ecke drumherum kommen. Er ist ein bisschen höher als die LKW-Kanzel. Bin gespannt. So, weil bei dem hier ist es so, der ist ja kleiner. So. Genau, und den können wir dann einsetzen. Warum ich den jetzt eigentlich hier hochfahren lassen? Als Hin- und Hertransporter von den Materialien unten, ne? Also das heißt... Der kann jetzt zum Beispiel, was fehlt denn gerade? Im Zementwerk. Im Zementwerk fehlt beides. Okay, dann fährst du jetzt mal bitte zum Steine laden. Aber das wäre dann Betonwerk Steine aufladen. Und dann im Zementwerk Steine einfüllen. Auch da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das funktioniert. Und welches Fahrzeug immer als erstes jetzt irgendwo ankommt, werden wir uns das dann anschauen. Ja, dann hatten wir hier Gold geschmolzen. Das ist jetzt einmal durch. Das heißt, da müssen wir jetzt wieder eifrig und fleißig schaufeln. 183.000 haben wir noch. Wir werden natürlich jetzt dann mehr Geld verdienen, wo auch immer der jetzt hin will. Mehr Geld dadurch verdienen, dass wir jetzt dann die weiteren Produkte unten in der Halle haben, die wir noch verkaufen müssen. Hier würde ich jetzt erstmal kurz Pause machen, weil wir uns jetzt mal dann auf den anderen Zweig ein bisschen spezialisieren. Aber wir warten gerade in der Tat drauf, dass auf der Map die ganzen Fahrzeuge da ankommen, wo wir sie brauchen.
Unter anderem kommt da jetzt der neue LKW, der kommt jetzt hier hingefahren. Dann wird der Steine-LKW, der ehemalige, der wird jetzt gleich dann unten eingesetzt. Und ich glaube, der eine ist schon wieder hängen geblieben. Seht ihr das? Der ist schon wieder hängen geblieben. Der versucht also immer hier noch weiter rückwärts reinzufahren als nötig. Da müssten wir eventuell mal Folgendes anpassen. Hier ist ja der Teil, wo er rückwärts fahren soll. So. Und dann, dass wir auch wirklich hier mal mittig reinfahren. Dann so vielleicht. So, wir speichern nochmal wieder. Und dann können wir hier unten schon mal gucken. Okay, Sand ist rausgekommen. Hier sind die Steine rausgekommen. Ja, und das ist natürlich dann wieder die andere Seite der Medaille. Uiuiui. Ja, mal schauen. Vielleicht geht's trotzdem, aber schön ist das ja auch nicht. Ich fürchte, wir werden hier immer irgendwie schaufeln müssen. Es sei denn, wir finden einen Weg, wie wir hier was drunter stellen, das voll läuft. Aber das macht er ja nicht, ne? Das ist ja das Problem. Das ist ja jetzt nichts irgendwie, wo man sagen kann, wir stellen hier was drunter, dann läuft das voll und dann geht das. Das ist ja leider nicht so. Tja, und da sehen wir den Betrieb. Drei Fahrzeuge, die sich auch gleich begegnen werden. Guck mal hier. Meh, meh. Moin Manni. Moin Alfons. Grüß mir die Helga. Yo. Aber ich glaube, der eine da oben hat sich festgefahren, oder? Gut, wir gucken mal kurz, ob das hier funktioniert. Und dann kümmern wir uns den festgefahrenen LKW. Das ist der neue. Hat einen guten Einstand dann, der Kollege. Eventuell wäre dieser hier auch gut, um hier die Sachen rückwärts einzufüllen. Oh. Da habe ich aber... Okay, da ist ein schöner Schlenker drin. Den müssen wir gleich mal beheben. So, jetzt fährt er hier zum Steine aufladen. Ja, das ist... Na toll. So, das war hoch und runter. Wie war denn hier? So. Okay. Und jetzt müssen wir den noch irgendwie drehen und wir müssen mal hier eben kurz die Steuerung ausstellen. Rechtsklick. So. Und der Motor ist... Er ist ja ein, ne? Dreht sich nur nicht mehr. Weil er zu hoch steht. Ach komm, dann machen wir das wie folgt. Fahren wir da eben drunter. Die paar Sekunden aber auch noch dafür, dass wir richtig Geld verdienen. Na! Ich dachte, der wäre jetzt so dahin gefahren. So, komm, na drauf. Hallo. Gut, dann. Der eine Kollege hat sich festgefahren. Der neue. Ich frage mich halt, warum, ne?
ist eine Sache, die müssen wir dann auch berücksichtigen, wenn er dann irgendwie dazu neigt, hier aus der Spur zu rutschen. Gucken wir uns das mal an. Das ist generell das Problem, was ich mit diesen Aufliegern habe. Die sind halt immer... Die Kanzel vom LKW ist 5 Meter weg, dann kann sich das so hoch amplitudieren. Das ist halt nicht gut. Aber das wäre dann unser neuer Stein-LKW. Junge, 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 ey. Was haben wir mittlerweile richtig schwere Klamotten? So, wir gucken mal. Fliegt der so ein bisschen oder so? Ist der Fly? Yo, peace, ey. Easy, YOLO. Weil wenn der zu hoch ist, wäre die Option, dass man sagt, wir nehmen dann von dem anderen zwei und den hier funktionieren wir, wie gesagt, um. Und den großen Auflieger, den wir hier haben, den kann man auch zum Zwischentransport benutzen hier unten. Wobei auch da mit dem rückwärts reinfahren und so, ne, das ist ja auch wieder so Alongs Vehikel. Ist wahrscheinlich auch wieder schwierig. Ja, und dann haben wir in der heutigen Folge wirklich nur Logistiksachen, ne? So, geht das schön rund hier? Ja. Oh, da merkt man richtig die Kraft, ne? Die Schwere dieser ganzen Geschichte. Gut, also jetzt hat er sich irgendwie nicht aufgeschaukelt. Dann schauen wir mal, dann müsste das ja eigentlich weitergehen. So, was haben wir hier? Der hat schon wieder aufgehört Weil er natürlich immer so ein bisschen hin und her springt hier, ne? Oder? Ja, das ist auch irgendwie noch nicht ganz optimal. Weil, ne, das wegen, weil das passiert. So, und ich muss sagen, dicke Sorry, aber jetzt wird es gerade an einer anderen Stelle spannend. So, wir schätzen schon mal die Höhe ein. Ja, gut, dass wir jetzt schon hier drauf geschaltet haben. Oh, es ist auch wirklich spannend. Das war nämlich eine Investition, die gerade auch nicht günstig war. Hätte man natürlich auch vorher gucken können, aber das würde ja voraussetzen, dass man schlau ist. Und theoretisch könnte man den aber auch nehmen als neuen Dumpster dann unten. Also, mannigfaltige Möglichkeiten, aber wenn er sein Primärziel erfüllen würde, wäre das natürlich super. Und deswegen sind wir einfach mal optimistisch und tun einfach mal so, als würde es auf jeden Fall funktionieren. So, und wir können schon mal gucken von der Höhe her. Ja, könnte hinkommen, ne? Oh, oh, oh. Vor allen Dingen, was wir hier natürlich jetzt haben, ist ein ganz anderer Wendekreis. Der kleine Kompakt-LKW, ne? Der ist in einem Stück schön da rumgezogen. Der hier, wenn wir das nicht können, der zieht ja nach. Seht ihr das, wie der nachzieht? Und auch wieder wegen diesem langen Radstand. Warum haben die vorne so einen langen Radstand? Das ist doch alles kein Wendekreis. So. Ah, nee. Oh, guck mal. 5 cm werden fehlen. Ich sehe schon. Ah, oder? Ah? Ah? Now we are talking, Leute. Boah. Jetzt haben wir hier einen LKW unterwegs mit 65.000 Ladungseinheiten.
Mein lieber Scholli. Sehr schön. Gut, damit können wir arbeiten. Jetzt bin ich total verwirrt. Genau, hier wollen wir noch ein bisschen Fangen spielen. Und dann, ja, ich habe keine Ahnung. Das muss irgendwie noch anders gehen. Das ist immer noch nicht optimal hier. Dann muss man irgendwie dann... Ich habe schon überlegt, ob man dann so einen Überladewagen darunter stellt. Aber es funktioniert alles nicht. Da ist ja kein Strahl, der da rauskommt, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist aber so, die Fläche ist ziemlich groß, ne, die der mitnimmt. Wenn man den jetzt vielleicht insgesamt weiter nach vorne stellen würde, sodass der nur nach unten kippt, ah, dann kommen die Fahrzeuge nicht dran vorbeigefahren, war ja das Problem, ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel sagen würden, wir fahren den, fahren den irgendwie so hier hin. Ich weiß halt nicht. So, einmal nochmal kurz speichern. Und dann soll er mal Zement einfüllen. Und das funktioniert. Sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen hier bei der 19 Goldgräber. Übrigens, plus die ganze Staffel im Voraus schauen. Als Dankeschön für deine tolle Unterstützung. Sehr, sehr günstig. Schon ab 3,60 im Monat. Macht's gut. Tschüss.